Deutschlands größtes Bewegungsprojekt für Grundschulen, die Speedforce-Schulmeisterschaft, wurde am Sonnabend im Siebenseen-Center ausgetragen. Reaktion, Antritt und Wendigkeit waren gefordert. Nicht umsonst ist die Übung auch bei Fußballprofis sehr beliebt. Und doch muss man keine Sportskanone sein, um gute Zeiten zu schaffen. Ideal also, um Kinder für Sport zu begeistern. Aus 4 Einzelläufen wird jeweils eine Gesamtzeit errechnet. Versuche gab es unbegrenzt, dementsprechend lang die Schlangen am Start. Insgesamt beteiligten sich mehr als 1000 Schweriner Grundschülerinnen und Schüler. Vor Ort wurden die Zeiten dank Lichtschranken tausendstel genau gemessen. Denkbar ist das Laufmodul aber auch mit ganz einfachen Mitteln, weiß Ute Becker von den Stadtwerken Schwerin, die die Veranstaltung jedes Jahr wieder gern unterstützen. Ich denke, dass es mit ganz einfachen Mitteln auch nachzubauen ist, sodass die Schulen auch außerhalb dieser 3 Tage hier selbstständig dieses Projekt umsetzen können und den Kindern mehr Motorik beibringen können, Reaktionsschnelligkeit. Und was das Schönste daran ist, obwohl es ein Wettbewerb ist, läuft man nicht gegeneinander, sondern für und gegen sich selbst. Man kann sich also selber messen an seinen eigenen Leistungen und das motiviert die Kinder ganz doll und man merkt es ja auch an der Begeisterung der Kinder, wie schön das ist. Nach dem großen Finale bekamen die kleinen Sprinter natürlich Medaillen für ihre Mühen und einen kleinen Fototermin mit dem Stadtwerke-Maskottchen Alex. Für viele von ihnen war es wohl der erste richtige Sportwettkampf, aber sicher nicht der letzte.